Willkommen zurück, meine Freunde, zu Bloody Platin. Ja, wie ihr schon sehen könnt hier im Titelbildschirm, hat sich einiges geändert. Ich habe meine Pokes offscreen aufgelevelt und ein neues Team zusammengestellt. Es hat auch nur, ich glaube, 3 Stunden gedauert. 3, 4 Stunden ungefähr hat es gedauert. Ey, ich war echt, boah, hab ich die Kaffee aufgehabt. Ihr seht das, die sind alle auf 62. Wie jetzt gebracht, ich dachte 60, hab jetzt gedacht, komm, mach 2 Level noch mehr, das macht die Kohle jetzt auch nicht mehr fett. Habe ich alles da rechts gemacht bei Aquana und Blitzer und hast nicht gesehen, kann man super trainieren, weil man kriegt super schnell Erfahrungspunkte und man kann auch mit jedem Poke da trainieren, was ich hatte, das ging echt gut. Ihr seht jetzt zum einen Gengar Spezialangriff, Alter 211, das ist so gigantisch, hat aber nichts Neues gelernt. Dann haben wir Chelterra, der mittlerweile sehr solide Werte hat, muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden und auch noch auf dieser Ebene ist. Nichts Neues. Magbrand. Magbrand hat jetzt auch, ich glaube, Magbrand wollte Feuersturm lernen. Habe ich ihm aber nicht beigebracht, da ich Feuerschlag behalten. Da ich lieber Feuerschlag als physischen und noch einen speziellen Move behalten wollte. Denn physisch und speziell tut er sich nicht viel, er kann beiderseitig angreifen. Das finde ich ganz gut. Dann haben wir Ibitak auf 62. Ich hatte ja überlegt, Ibitak auszutauschen. Für ein anderes Flugpok. Ich muss aber sagen, Ibitak hat mich echt fasziniert. Der hat einen so hohen Initiativ- und Angriffswert. Die sind so gut. Kann ich mir gar nicht wegdenken. Mit Bohrschnabel haut er sowas von derbe rein. Also gigantisch. Dann haben wir jetzt 2 neue. Und das erste ist Tentoxa. Ja, ich brauchte ein Wasserpoke unbedingt. Aber ich musste dazu sagen, Yugong am Ende ging nicht mehr. Allein wenn ihr die Statuswerte hier von Tentoxa seht, hat übrigens ein hitziges Wesen, was plus Spezialangriff minus Spezialverteidigung ist. Gar nicht schlecht. Seht ihr jetzt an den Werten. Oder hat Neutraltor sowas das Absenken der Statuswerte verhindert. Das ist wirklich gut, muss man sagen. Und er kann Aquavelle ausbringen, Giftspitzen und Gifthieb. Giftspitzen habe ich ihm extra gelassen. Denn die Giftspitzen sind bei zweifacher Durchführung ja so stark wie Toxin. Und jetzt haben wir noch einen, der hat Simsalas Platz eingenommen, das Porygon-Z. Ich habe mein Porygon trainiert, weil wir hatten es ja schon am Anfang gehabt, das Porygon ist einfach ein mäßiges Wesen, plus Spezialverteidigung, minus Angriff. Und ihr seht es an seinem Spezialwert hier. 218. Gigantisch. Und dann noch die Fähigkeit Download, passt kraftentsprechend der gegnerischen Statuswerte an. Heißt also, die Angriffskraft zum Beispiel oder die Spezialangriffskraft werden bei jedem Einsetzen sogar entweder verdoppelt bzw. um 2 Punkte erhöht. Was einfach fantastisch ist. Kann Psystrahl, Ladungsstoß, Genesung und Ampelleuchte. Er kann eine Psycho-, Elektro- und Käferattacke. Grandios. Also der hier wird uns noch Bärendienste erweisen. Ich muss jetzt trotzdem mal unseren lieben Freund, ich muss mal aufpassen, die Tastatur liegt auch falsch, nach vorne. Und jetzt begeben wir uns hier in Elises mal zu der Dame, wo wir hin sollen. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Er hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich ihn mit diesem Raumfahrer zusammen mit meinem Pokémon verstimmen. Vertrimmen, oder was? Ja, da geht auch keiner hin, oder was? Diese Ort ist ohne Bedeutung. Hier gibt es nichts von Wert. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Und ich mir in den Weg stellst, will ich dich in einem Pokémon-Kampf besiegen. Also, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Klar, du wagst es, dich dem Galaktik in den Weg zu stellen? Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt, nein, mit dem Universum auf? Episch. Parasek, 56. Wir sind jetzt ein bisschen overlevelt. Das ist leider so. Das stimme ich wohl zu, aber das wird sich ganz schnell wieder negieren. Davon geht mal aus. Gut, die Option habe ich vorher schon umgestellt, als ich fertig war. Das hat wirklich, also. Leute. Venu Flibis, Ibitak. Ich habe jetzt niemandem den EP-Teller gegeben. Ich trainiere die jetzt erstmal so weiter. Jo, guck mal, das Ding ist auch schon Level 60, so. Also, die kommen schon ziemlich schnell nah dran. Seit 10 Jahren, da bleiben wir drin. 58. Seit 10 Jahren hat allerdings gute Spezialverteidigungswerte. Wenn wir Pech haben, überlebt das, ne? Tut das nicht, okay. Ich wurde gerade eindeutig besiegt. Das war zu schnell, ich konnte es nicht zu Ende lesen. Das wird mir alles zu viel.
Ich habe auch nur zwei Hände, dieser Ort ist doch ein Nichts, da verschwinde ich besser. Und was großartig! Oh, du bist vielleicht ein Trainer? Als Älteste von Elise spreche ich für den großen Dank. Oh, erteile ich mal. Darf ich mal sehen, Kindchen? Was sagst du? Cynthia hat dir die gegeben, damit du ihn mir bringst? Diese Cynthia, sie ist übrigens meine Enkelin. Duran gab der Älteste den Talisman. Der Talisman wurde von der ewigen Zeit in Elises angefertigt. Er wurde zu Ehren der mystischen Gottheit hergestellt, die der Region Sinnoh ihre Gestalt gab. Ich gab mehrere von diesen Talismanen und ab und zu findet man einen von ihnen. Wenn du schon einmal hier in Elises bist, warum siehst du dir nicht einmal die Ruinen an? Na gut, komm. Ist zwar nicht wirklich sinnvoll, aber wir können es ja mal machen. Duran untersucht die alte Höhlenmalerei. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung befindet sich eine glänzende Sphäre. Was hat das nur zu bedeuten? Die Höhlenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Einst gab es einige Wesen. Sie waren mächtig und wurden in ihrer Zeit deswegen verzerrt. Es gab drei Pokémon, deren Kraft eines jeden der Wesen gleichkam. Diese schufen ein Gleichgewicht zwischen sich und jedem der Wesen, indem sie eine Pyramide bildeten. Das ist eine alte Legende aus Sinnoh, die man sich noch heute in Elises erzählt. Ich wüsste gern mehr über diese Legende, wenn es dir recht ist. Wer mag das wohl sein? Ich heiße Cyrus, Cyrus. Ja. Ja, ich bin entschlossen, dem sinnlosen Streiten und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Ich strebe nach der Macht, um eine ideale Welt zu gestalten, wie jeder Antagonist. Antworte mir also. Die heutige Welt kann sich nicht verändern, da die drei Pokémon sie im Gleichgewicht halten. Willst du das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich die Welt im Gleichgewicht befindet. Ich bin recht zufrieden mit der Welt und dem jetzigen Zustand. Deine Frage interessiert mich nicht. Du gibst also vor, dass es dir gleich ist? Wie unsinnig. Du willst einfach nicht zugeben, dass die Welt nicht vollkommen ist. Ich werde die Welt verändern. Im ersten Schritt werde ich diese Höhlenmalerei zerstören, die du all die Jahre bewacht hast. Eine neue Legende einer neuen Welt soll ihren Platz einnehmen. Das ist der falsche Weg? Wenn du so denkst, dann fordere mich doch heraus. Okay. Ich kenne dich, Trainer. Wir sind uns im Kraterberg begegnet. Warum willst du diese unvollkommene Welt beschützen? Ich als Anführer von Team Galactic werde dafür sorgen, dass du deine Fehler einsiehst. Ja, und jetzt sehen wir den neuen Trainer. Kampfkoloss mit einem Ursa-Ring. Ja, Kampfkoloss Cyrus, der ist ja der neue Anführer von Team Galactic. Beziehungsweise der neue Sprite. Scheiße, Ursa-Ring. Feuerschlag. Ursa-Ring greift Gott sei Dank physisch an. Wenn wir Glück haben, verbrennt er sich jetzt. Flammkörper. Dann mal einen Flammenwurf, dann müsste Ursa-Ring weg sein. Ursa-Ring, ja, schon krass. Was kommt als nächstes? Pion Draghi, da bleibe ich drin. Mit einem Flammenwurf. Ach, Knirscher. Ah, okay. Ja, ist okay. Ich weiß gar nicht, was Pion Draghi für ein 2-Typ hat. Käfer? Gift? Nee, Gift kann nicht sein, aber man müsste ja. Nee, Gift, noch was anderes. Der hat nicht Käfer. Ich weiß die zwei Typen nicht, weil sonst. Kramchef. Ui, da wäre eine Eisattacke jetzt natürlich Sensation, aber Polygon Z ist ja auch noch da. Polygon Z. So, und Download erhöht den Spezialangriff. Perfekt, ums Doppelte. Ich meine, es wird ums Doppelte gesteigert. Ladungsstoß. Da ist das Kramchef. So, weg. Ninja-Turb, oh. Da Feuerattacke kommt. Obwohl, ne, warte mal. Ja. Ja, Ninja-Turb 60. Oh, sein Mantel bewegt sich voll cool. Und das ist auch richtig geil. Das Ding hat Fokusgurt. Das ist sowas von krass. Ninja-Turm mit Fokusgurt finde ich eine total coole Idee. Wenn man Ninja-Turm dann auch richtig spielt. Gut, mit Schwertern war jetzt halt unnötig, hat zwar nicht viel gebracht.
Beeindruckend, das Können. Ich erhalte kein Geld. Erstaunlich. Durch deine Einstellung, Ältester, habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Wenn die Wesen der Zeit und des Raums zusammengebracht werden, dann sind sie unaufhaltsam. Was für ein äußerst merkwürdiger Mann, so ein Unsinn zu verbreiten. Zeit und Raum sinnlos sind voller Erinnerungen und Gedanken zahlreicher Menschen und Pokémon. Diese Welt ist wunderschön, warum sollte man sie verändern wollen? Ach ja, ich habe da etwas, das dir vielleicht nützlich sein wird. Es gehörte meiner Enkelin, sie braucht das nicht mehr. VM3, na endlich! Schäfer, ja, du warst eine große Hilfe, danke dafür. Na, wurde auch mal Zeit, dass wir hier Surfer kriegen. Ja, ich habe übrigens mal versucht, meine Items hier so ein bisschen zu sortieren. Hier ist es mir so ein bisschen gelungen. Ich musste leider einiges nachkaufen, beziehungsweise einiges wegschmeißen. Was heißt wegschmeißen? Ich habe jetzt einiges nachgekauft noch. Das am Anfang das Training echt hart war, ey. So, Surfer. Die Attacke ist für Tentoxa. Ja, und zwar kann dann 95 Stärke kann Aquavelle weg. Auch wenn Aquavelle die Verwirrung inne hat, ist es mir das nicht wert. Was willst du denn? War ja alles in Ordnung. Hast du diese merkwürdigen Gestalten von Team Galactic mit der Galactic-Crew gesehen? Aber diese Gestalten von Team Galactic, ich dachte, die wären harmlos. Die komische Kleidung, die sie tragen und ihre wilden Behauptungen zur Schaffung eines neuen Universums. Ich habe das immer für Geschwätz gehalten. Nichts, was man ernst nehmen müsste. Aber wir sind doch eine größere Bedrohung, als ich angenommen habe. Der Versuch, Pokémon zu monopolisieren, dürfen wir einfach nicht hinnehmen. Übrigens, hat es dir Spaß gemacht, die Ruinen zu erkunden? Falls du interessiert bist, es gibt eine Bibliothek in Fleetburg. Sie ist voller uralter Bücher, du kannst die Geschichte von Sinnoh verfolgen. Außerdem könnte sie dir bei der Vervollständigung des Transportex behilflich sein. Du gelangst am schnellsten nach Fleetburg, wenn du Jubelstadt in westlicher Richtung verlässt. Ja, das findest du jetzt wohl toll. Er hätte es auch selber fliegen können, ne? Muss ich das auch noch alle machen hier. Warum ist das Ding da? Ich will nicht nach Weideburg. Hui! Hui! Jups. Ja, 30 Stunden. Ich weiß gar nicht, wo wir bei der Spielzeit letztes Mal waren. Irgendwie 26 oder sowas. 28, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall horrible. Horrible. Und das ist ja manchmal auch hier den Emulator. Das ist zumindest bei mir so, dass der auch bei Zeiten einfach mal am Sacken ist und gar nichts mehr macht. Hier war auch gar nicht auf Ruf 218, ne? X-Treffer, cool. Und Surfer. Ich setze aber mal Gengar nach vorne. Obwohl, warte mal, wenn hier Angler sind, dann setze ich doch vielleicht mal Porygon Z nach vorne. Ja, ja, komm. Fleetburg ist jetzt gar nicht so weit weg. Und in Fleetburg, meine Freunde, erwartet uns auch, was steigert sich? Spezialangriff, danke. In Fleetburg erwartet uns auch eine neue Arena plus Rivalenkampf. Allerbeast, wir bleiben jetzt auf jeden Fall drin, denn Porygon Z hat durch Download den Spezialangriff Boost gekriegt und rockt jetzt alles weg. Volltreffer, ich weiß gar nicht, ob der mitgespielt hat im Endeffekt. Bin ich mir nicht sicher. Ah, Sangannabies, das wird schwierig, das wegzuhauen. Das Ding hat eine höhere Verteidigung. Oder sagen wir mal, bessere Verteidigungswerte, so rum. Ja, ja. Oh, Landtun ist Mist. Komm, Spezialangriff. Nein, der Angriff wurde erhöht, das ist schlecht. Ja, ich versuche mal mit Psystrahl was zu reißen. Die haben trotzdem noch so einen sehr hohen Spezialangriff. Das Negative ist halt, Pore, danke schön. Porygon Z ist einfach vom Typ normal, was ihn doch anfällig für einige Attacken macht. Chaltera. Ja. Ladungsstoß. Predicted und Erdbeben. Jo, Landtod ist ein bulky Pokémon, ey, das unglaublich hohe KP hat. Seedra King. Oh, jetzt wäre ein Eisangriff nice.
Ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir holen mal Gengar rein. Ich bin gespannt. Das Cedric King sollten wir aber down kriegen. Und zwar mache ich einfach mal den Spukball. Mal gucken. Oh, 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 nice. Der Drachentanz kommt zu spät. Für Cedric King, das bringt ihm nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau, was in der Welsa alles klar hat, Bim. Ich weiß gar nicht mehr, was in der nächsten Arena das Thema war. Fleetburg. War die sechste Arena. Die siebte weiß ich noch und die achte ist ja hier in Bloody Platin besonders. Das ist jetzt Boden, das ist nicht tot. Dann hab ich mir gedacht, ich hab mal Giga sauber gemacht. Was ist denn nochmal die sechste? Nicht sagen wollte, ich komme gleich drauf. Ah, ich weiß es. Ja, die nächste Arena müsste sich um den Stahltypen handeln. Das müsste der Vater von Fight, der erste Arenaleiter, müsste das sein. Der da Arenaleiter ist. Das ist auch cool, das haben die auch schön gemacht. Hypertrank erhalten, nice. Polygon Z ist allerdings para-hextalisiert. Gengar. Ich weiß gar nicht, wie der Weg hier ist nach Fleetburg, genau. Ach, das sieht doch gut aus. P. Lieber, 54, wow. Brauche ich Gott sei Dank nicht. Ey, mein Typi, was willst du? Granbull. Ganz schlecht. Mein Angriff wurde zwar gesenkt, das macht ja gar nichts. Granbull, hier, Inferno. Wenn Granbull physisch angreift, hat er eine schöne... Ey, du Arsch! Ja gut, okay. Dann nehmen wir schnell Terra. Ich würde mal sagen, bevor er nochmal Brüller macht... Nee! So ein Arsch. Finsteraura. Trotzdem noch einen hohen Spezialangriff. Ist zwar kein Step-Move, aber sollte trotzdem dicken Schaden machen. Und Volltreffer. Nice one. Relaxo. Das ist schlecht. Okay, Relaxo ist echt schlecht. Ich versuche mal mit... Inferno ist ein bisschen schwierig, weil das Relaxo mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fähigkeit Speckschicht hat. Ich mache aber mal so ein bisschen den Konfusstrahl. Vielleicht greift er physisch an und wird verbrannt. Sehr schön. Dann greifen wir mit Zertrümmerer mal an. Kampfattacke, physischer Angriff ist gar nicht schlecht. Und die Verteidigung sinkt. Perfekt. Knirscher. Jups, hat er. Na komm. Weiter, weiter, weiter. Es verwirrt, haut sich selber kaputt. Yes. Das lief gut. Okay. Sind das Vogelfänger? Sind das Vogelfänger? Warte, ich habe mir ganz viele Paraheiler noch. Ich weiß nicht, ob das Vogelfänger sind. Ich setze einfach mal darauf. Ihr seht auch schon mit, was bist du denn? Das ist Rock, ne? Du machst das Kampfes, na toll. Magnetin. Scheiße. Ach, jetzt habe ich den Spezialboost, Mann, da kann ich nichts machen. Da muss ich Inferno reinholen. Magnetflug. Komm. Weißt du, was wir jetzt machen? Stehen Feuerschlag und Schiss. Ich versuche jetzt in diesem Part noch nach Fleetburg reinzukommen und den Rivalen zu machen. Damit ich das im nächsten Part nicht machen muss, ich möchte das in diesem Part gerne machen. Magnesone. Magnesone. Ich glaube, da seid ihr dann auch mit... Oh, was, das steht noch? Okay, ich habe gedacht, das hält den Angriff nicht aus. Ja, super, Tranko. Das Schwerste... Beim Rivalen wird wirklich das Draschel, was wahrscheinlich mittlerweile schon ein Brutalander ist, das zu besiegen. Wird difficult. Na komm, machen wir mal Flammenwurf als Abwechslung. Magneton hätte auch locker keinen Feuerschlag überlebt. Aber wir können ja mal. Ich muss überlegen, was hilft mir gegen. Ich könnte mit Tentoxa anfangen und die Giftspitzen auslegen. Das Problem ist, Brutalanda und alle fliegenden Pokes kriegen davon keinen Schaden.
hier gar nichts mehr? Hier ist gar nichts mehr. Ich will auch gar nicht wissen, was da rumläuft. Ich will jetzt... Was willst du denn? Duran, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, ich sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Albers Assistent und der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex zu aktualisieren. Und meine Institution... Intuition sagte mir, dass ich dich hier treffen würde. Gibst du mir den Pokédex kurz mal sehen? Ich soll funktionieren. Alles klar, das ist er fertig. Soll dir den Tool erklären, was hast du denn gemacht? Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Oh, na toll. Ja, komm, halt die Klappe. Vielleicht ist es ja unnötig, aber du musst dich wieder los. Bis dann. Ja, ja, du erzählst mir einen Lappenquatsch. Willkommen in Fleetburg, Leute. Oh, ist das schön hier. Fleetburg ist toll. Gucken wir uns aber alles erstmal beim nächsten Mal an. Ich möchte jetzt noch eben, auch wenn es nur kurz ist, nur den Rivalen noch eben besiegen. Das heißt nur, der ist auch schon mächtig. Den Rivalen besiegen und mich dann verabschieden. Ich fange mit Tentoxa an. Ich baue jetzt wirklich Giftspitzen auf. Da ich nicht genau weiß, was der Rivale nochmal alles hat. Ja, es ist sicherer. Okay, go, go. Da ist er. Auf der Brücke. Ups. Hey, Duran, willst du den Arena dort herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du zu bereit bist. Und dieser jemand bin natürlich ich. Mit meinem nägelnagen neuen Orden. Okay, er hat den Orden schon geholt. Wir müssen uns jetzt ranhalten. 5 Pokes. Noctuska. Noctuska ist nicht schlecht. Noctuska ist nicht schlecht. Ich mache jetzt 2-mal Giftspitzen. Neutral-Torso. Keine Chance, dass es funktioniert. So, 2-mal Giftspitzen sind raus. Baumbowser trifft nicht, mein Freund. Und wir hauen mal einen Gifthieb raus. Pflanze. Unlicht ist Noctuska, glaube ich. Jawohl. Jawohl. Nidenranke ist nur bedingt effektiv. Und das Gift vernichtet Noctuska. Gut, 62, das ist richtig gesehen. Scheiße, Brutalanda. Okay, jetzt geht's drum. Brutalanda. Und bei Brutalanda muss ich eigentlich auf Gengar gehen. Das Problem ist, Brutalanda wird Knirscher können. Brutalanda kann 100%ig Knirscher. Ja, der Bedroher ist egal. 65, oh Gott. Ich könnte versuchen, Spukball einzusetzen und dann im Umkehrschluss den Abgangsbund zu starten. Ich probiere das mal. Wir sind auf jeden Fall schneller als Brutalanda, keine Frage. Oh, das zieht aber enorm. Ja, Knirscher, das dürfte aber nicht killen, oder? Fuck. Na, Brutalandas Angriff ist dann doch zu hoch. Okay. Spezialangriff ist gesunken, hast du gesagt. Tentoxa. Gifthieb oder Surfer? Mach mal Surfer. Das ist nicht effektiv. Oh, oh, der heilt. Oh, dieses bescheidene Brutalanda, ey. Gichelterra ist Quatsch, der kann nichts machen. Da können wir höchstens Egelsamen spammen. Ibitak. Ich hole mal Porygon Z rein, mit der Hoffnung, dass Spezialangriff steigt. Jawohl. Und er wird wahrscheinlich heilen. Und ich setze auf Ladungsstoß. Ja, Top-Trank. Komm, Ladungsstoß muss was ziehen. Der hat immer den Flugtyp drin. Komm. Alter, der hat One-Shot-Down. One-Shot-Down. Hier, 4 Spezialangriffe dazu. Moment. Wow. Ich weiß, Spezialverteidigung ist um einen runter und wir haben dank Download die doppelten Spezialangriffswert, aber selbst das ist schon krass für einen normalen Angriff auf Brutalanda. Glurak, genau derselbe Kram, ist zwar schneller, dürfte uns aber nicht killen. Nice. Glurak ist down, komm. Yes. Super nice. Also diese beiden Pokes waren jetzt von den Giftspitzen halt nicht betroffen, weil sie fliegen konnten. Kingler allerdings jetzt, werdet ihr gleich sehen. Zack, wird schwer vergiftet, hat das zu schlucken gekriegt. Wir machen Genesung. So, solange Kingler nicht Guillotine macht. Krapperma ging daneben, sehr gut, Überreste heilen uns. Und das Gift wirkt. Kingler müsste aber trotzdem durch Einladungsstoß besiegt sein. Also Polygon Z ist schon mal Gold wert. Jawohl. Was kommt noch? Eins hat er, glaube ich, noch. Wir haben jetzt 4 erledigt. Und... Kramchef, der hat noch ein Flug-Pokémon. Der hat noch ein Flugelementar. Und wir sind immer noch schneller.
Also was zu sehen ist, ist, dass unser Rivale eine elementare Elektroschwäche hat. Vor allen Dingen auch Gestein. Naja, worüber Gestein sind es nur drei. Ja, es war eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal, stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, ich geraten, dieser jemand ist niemand anders als ich. Was heißt das? Ich will anderen Sätze einfallen lassen? Ist ja auch egal. Hey, dort solltest du ein bisschen trainieren, wo du die Arena stürmst. Also, beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit am Ohr, das Ohr zu kauen. Ja, also wir haben rausgekriegt, unser Rivale hier hat eine schöne elementare Elektroschwäche. 4 Pokes waren davon betroffen. Naja gut, 3 Brutalander nur neutral. Aber wenn wir jetzt noch eine Gesteinsattacke hätten, wie Steinkante oder sowas, Steinhagel, wären 3 Pokes betroffen. Ich weiß nicht, was er als letztes noch kriegt, aber gut, das ist für später. Habe ich jetzt gesichert? Habe ich vergessen, egal. Ja, jedenfalls würde ich den Part jetzt hier gerne beenden. Beim nächsten Mal gehe ich straight in die Arena und da es Stahl ist, müsste eigentlich Magbrand da eigentlich alles wuppen können. Können wir schon mal hingehen. Kommt ja vielleicht vorher noch eine dumme Sequenz, oder? Ja, Adam, der Mann mit Muskeln aus Stahl. Genau, das hier ist die Stahlarena. Hier werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, ich weiß. So, hier werden wir uns wiedersehen. Gut. Und ihr habt schon gesehen, das Training hat wohl einiges gebracht, aber die Gegner sind jetzt schon auf 65. Du hast recht. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wie gesagt, ich hoffe, sie hatten ein bisschen Spaß.